Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der ganz große Wurf ist dieser Haushalt nicht. Also wir haben uns bei der Sichtung dieses unfassbar riesigen Papierstapels, soweit im Übrigen auch zur Digitalisierung in Niedersachsen, schon gefragt, wo eigentlich die rote Linie ist, wo die rote Linie dieser Landesregierung ist, und müssen feststellen, dass es keine rote Linie gibt. Es gibt Linien, es gibt kleine rote Linien, es gibt kleine schwarze Linien, aber eine gemeinsame Idee von Politik haben diese beiden Fraktionen nicht, und das wird mit dem Haushalt noch mal ganz, ganz deutlich. Der Minister hat eben gesagt, Niedersachsen steht gut da, es sieht so gut aus wie selten. Das ist auch das, was wir im Vorgang dieser Beratung immer wieder aus der Presse von Einzelnen von Ihnen entnommen haben. Woher diese Sichtweise allein kommt, können wir eigentlich nicht nachvollziehen. Es ist doch so, dass in dem kameralen System, und nachdem ist ja dieser Haushalt aufgestellt, eigentlich jeder, wie er immer zitiert wird, ordentlich oder vernünftig wirtschaftende Kaufmann die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würde. Denn was im Prinzip so eine Finanzlage aufmacht, also auch die Hinweise auf Risiken, auf Vermögen und Schulden, auf Rückstellungen, die fehlen natürlich in diesem kameralen System vollständig und sind auch nicht angehängt. Und das könnte man ja machen. Das Problem der Kameralistik könnte man überbrücken, indem man zum Beispiel als Anhang zu dem Haushalt eine vernünftige Übersicht über eben Vermögen, Schulden, Rückstellungen, also Risiken der Zukunft, und zwar alle Risiken der Zukunft, bietet. Die wahre Lage des Haushalts lässt sich aus diesem Haushalt einfach nicht entnehmen. Jetzt gibt es folgende Möglichkeit, das soll übrigens kein Votum für die Dopik hier sein. Also nicht, dass ich jetzt hier möchte, dass wir in Niedersachsen eine dopische Buchführung einführen, auf gar keinen Fall. Aber wenn man das macht, also wenn man ohne, im Grunde genommen Fernsicht fährt und die Risiken zunächst im Kernhaushalt außer Acht lässt, muss man sich irgendwelche Instrumente schaffen, um dieser Risiken doch aber Herr zu werden. Und da gibt es vielfältige. Und was aus unserer Sicht kein Instrument sein kann, ist eine große Anfrage einer Oppositionsfraktion. Also es kann nicht sein, dass wir über wesentliche Rahmenbedingungen der Haushaltslage des Landes Niedersachsen quasi auf Nachfrage der FDP informiert werden. Das kann nicht der Anspruch einer Landesregierung sein, meine Damen und Herren. Es gibt aber auch Instrumente, die wir bemüht sind zu nutzen. Wir haben sowas in Niedersachsen wie eine interne Revision. Sie erinnern sich vielleicht zurück an die Diskussion um die NordLB, um das, was da seitens der internen Revision nach draußen gedrungen ist. Wir haben auch so eine interne Revision in Niedersachsen, die nennt sich Landesrechnungshof. Das ist ein Instrument, was wir hier alle haben, um zu prüfen, ist mit unserem Geld oder mit dem Geld der Niedersachsen, der Steuerzahler, eigentlich vernünftig umgegangen worden. Und da möchte ich mal ein Beispiel aus der Vergangenheit, was jetzt aber leider wieder aktuell geworden ist, heranziehen, was sinnbildlich dafür steht, wie wir mit diesem Instrument, mit diesem scharfen Schwert der Haushaltskontrolle umgehen. Der Landesrechnungshof hat 2001, dann nochmal 2007 und 2017, das letzte war eine Anschlussprüfung, das Wiesengehege in Springe geprüft. Ich will jetzt gar nicht auf dieses Wiesengehege raus und auch nicht auf die Landesforsten, sondern, ja, locker bleiben, sondern darauf, dass das Ministerium natürlich irgendwo auch seine Kontrollfunktion wahrnimmt und dazu auch die Ergebnisse des Landesrechnungshofs nehmen könnte. Die haben nämlich bemängelt, dass da im Grunde genommen gar kein Kosten-Leistungs-Vergleich stattfindet, zumindest keiner, der dazu führt, dass diese gigantischen Zuschüsse des Landes von ungefähr 1,5 Millionen Euro pro Jahr irgendwie mal weniger werden. Und das seit fast 20 Jahren. Und das, meine Damen und Herren, kann natürlich nicht sein, dass wir ein Instrument uns leisten wie ein Landesrechnungshof. Der kommt auch zu Ergebnissen, trägt uns die dreimal vor und wir schlagen die einfach in den Wind und machen daraus nichts, jedenfalls nichts besser. Das ist eine deutliche Aufforderung an die jetzige Landesregierung, auch die Arbeit des Landesrechnungshofs nicht nur verbal zu würdigen, sondern das auch ernst zu nehmen, was die Ihnen sagen, und umzusetzen. Nee, bleiben Sie locker. Es geht gleich voll los, Herr Nacke. Ich kann Sie beruhigen. Geld ist ja da. Ich hätte jetzt fast gesagt, ohne Ende, aber das stimmt natürlich nicht. Das Geld, das müssen wir uns auch immer noch mal in Erinnerung rufen, ist natürlich nicht da, weil hier die Landesregierung oder das Parlament insgesamt so gut gearbeitet hat, sondern weil die Niedersachsen einfach unglaublich fleißig sind auf der Einnahmenseite und weil wir aus der Ausgabenseite einfach durch die EZB-Politik niedrige Zinsen haben. Wir können uns also Geld im Moment sehr, sehr günstig leihen. Deshalb kann ich auch nicht verstehen, wieso in der Presse Mitleid über Herrn Minister Hilbers ausgeschüttet würde. Alle möglichen Petenten und Bittsteller kämen jetzt auf Sie zu und würden um Geld bitten, also sowohl aus den Regierungsfraktionen als auch aus Verbänden und Institutionen. Was gibt es denn eigentlich Schöneres, als tatsächliche Gestaltungsspielräume zu haben? Und das war ja Herr Minister Hilbers jahrelang nicht so. Der Haushalt ist ja in weiten Teilen determiniert. Sie haben das vorhin selber angesprochen. Fast die Hälfte ist, wenn man die Landesbetriebe dazu nimmt, durch Personal Ausgaben bestimmt, und der Gestaltungsspielraum ist in der Regel sehr klein und ist jetzt in diesem Moment eigentlich relativ verglichen mit vorher groß. Sie haben das erste Mal echte Spielräume zu gestalten. Wie würden wir denn als AfD, und das werden wir selbstverständlich, Herr Nacke, noch im Rahmen unserer Änderungsanträge dann einbringen, gestalten leben?
Wir würden in erster Linie, und jetzt Sie ahnen es schon, natürlich signifikant in die Tilgung von Altschulden einsteigen. Meine Damen und Herren, im Moment stehen fast 60 Milliarden oder knapp 60 Milliarden Euro auf der Schuldenniveau von Niedersachsen. Angesichts dieser Zahl und bei einem Haushaltsvolumen von ungefähr 32 Milliarden kann doch kein Mensch auf die Idee kommen, zu sagen, Niedersachsen ginge es finanziell gut. Das ist doch mehr als ein Witz. Aus der Anfrage der FDP wissen wir auch, dass ein Anstieg um 1% bei den Zinsen 500 Millionen Mehrbelastung per annum bedeuten würde. Meine Damen und Herren, was immer wieder insinuiert wird hier, und das steht leider auch in der Anfrage drin, ist, dass der Anstieg der Zinsen irgendwie langsam geschehe. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Spätestens seit der Wirtschaftskrise 2008, der Finanzkrise 2008, wissen wir doch, dass die Dynamiken, die auf uns zukommen im Moment bei einer globalisierten Welt, nicht einfach mehr berechenbar sind. Ja, wenn wir doch eins gelernt haben, ist, dass Ökonomen gut in der Lage sind, in der Rückbetrachtung, also ex post, zu sagen, warum etwas passiert ist, aber auf keinen Fall in einer so globalisierten Welt in der Lage sind, treffende Voraussagen hinsichtlich der finanzwirtschaftlichen Entwicklung zu treffen. Meine Damen und Herren, Altschuldentilgung ist aus unserer Sicht eine Frage der Generationengerechtigkeit und die Zukunftsvorsorge schlechthin. Und dass das geht, ist übrigens nicht nur eine wirre Idee irgendwelcher Oppositionsfraktionen. Das können Sie beispielsweise sehen, wenn Sie in die Haushalte der Länder Sachsen und Sachsen-Anhalt reinschauen. Die haben Doppelhaushalte, von daher vorsichtig mit den Zahlen. Aber denen gelingt es übrigens gleichzeitig dazu, dass sie sowas Ähnliches haben wie Sondervermögen, Digitalisierung, signifikant mehr Altschulden zu tilgen als wir hier. Und das sollte doch für uns der Maßstab sein. Das kann doch nicht sein, dass wir hinter eigentlich viel finanzschwacheren Ländern hinterherhinken. Meine Damen und Herren von der Regierung, die Tilgung von Altschulden ist für Sie also nachrangig. Was ist vorrangig? Wie gesagt, so richtig eine rote Linie habe ich nicht erkannt. Was aber im Grunde genommen das meistgenutzte Wort da in Ihrem Haushalt ist, ist Digitalisierung. Die Aufstellung des Masterplans an sich ist ja keine so schlechte Idee. Also das irgendwie zu bündeln und zu verstetigen, das ist schon klar. Und über den Inhalt haben wir schon trefflich gestritten und werden das auch in Zukunft weitermachen. Aber grundsätzlich die Idee, einen Masterplan aufzustellen, ist genau der richtige Weg. Langsam kommen wir aber dahinter, was eigentlich die Landesregierung unter Digitalisierung versteht, wofür also so viel Geld ausgegeben werden will. Und da möchte ich als Beispiel mal nehmen die Finanzverwaltung, die Steuerverwaltung. Da soll nun also, und das ist in Ihrer Prioritätenliste drin, von Linux auf Windows umgestellt werden. Zunächst mal, Herr Minister Hilbers, Sie mögen es nicht glauben, auch Linux ist schon ein digitales System. Ja. Und wir wollen auch nicht unfair sein. Viele Dinge im Steuerrecht und in der Steuerverwaltung sind einfach durch Bundesrecht determiniert. Also Herr Minister Hilbers kann hier nicht irgendwie einfach einen Vordruck für die Körperschaftssteuer erfinden oder für die Einkommensteuer. Das ist völlig klar, Abgabenrecht dito. Aber es gibt natürlich auch Punkte, wo Sie tatsächlich Ihre eigene Verwaltung digital viel besser aufstellen können, Herr Minister. Was ist denn zum Beispiel mit einer seriösen Umsetzung der E-Akte mal? Das machen andere Länder viel besser als wir. Wir in Niedersachsen fahren da immer noch Doppelstrukturen. Das Erste, was passiert, wenn Sie im Finanzamt jetzt einen Betrieb anmelden, ist immer noch, Sie bekommen eine Akte, meinetwegen auch eine elektronische, aber Sie kriegen einen Aktendeckel, da stempelt einer irgendwie drauf rum. Und das ist doch genau das, was Digitalisierung eigentlich nicht bringen sollte, Doppelstrukturen. Wir wollten uns doch Arbeitsgänge sparen damit. Und genau das Gegenteil tun wir im Moment. Also hier, denke ich, nehmen Sie nochmal einen neuen Anlauf und starten dann nochmal vielleicht ein bisschen besser durch. Ja, wir haben natürlich auch Einsparpotenzial ohne Ende erkannt, an den Stellen, wo Sie es vermuten, ja sowieso, aber auch an ganz anderen Stellen, zum Beispiel beim Verfassungsschutz, beim Niedersächsischen. Da möchte ich eine ganz, ganz konkrete Einsparmaßnahme vorschlagen, und zwar unsere Jugendorganisation wird ja beobachtet. Das ist super aufwendig und jeder, der sich damit so ein bisschen, dafür brauchen Sie es vielleicht gar nicht, Herr Siebes, warten Sie ab, jetzt kommt der Knaller. Das ist ja super teuer auch mit Technik überwachen und so weiter und so fort, um festzustellen, ob diese jungen Menschen, teilweise 14 Jahre alt, tatsächlich verfassungsfeindliche Absichten haben. So, das können wir eigentlich vereinfachen. Wir laden die einfach alle zu uns in die Fraktion ein. Ich sage denen einmal, dass sie mit Frau Brandenburger Tacheles reden sollen. Und dann können sie sich diese ganze Geschichte sparen. So einfach ist das. Vielen Dank. Für die Fraktion der SPD, Frau